Haar, ihr Täufer starr, drum war ich bei uns willkommen. Ein großes Dankeschön an Roland und Rigi Knotti, dass ihr uns die Stalltür aufgetan habt. Wir sind hier in einem wunderschönen Simmentaler Reitzuchtbetrieb. Ein wahre Augenwind. Die sauberen, gepflegten und sogar gewaschenen Kühe. Dann noch die sehr weissen Schwänze, habt ihr es gesehen? Ein Abendstall lernt Kinderwünsche offen im sogenannten Tierwohl. Ein Jahrtausend altes, ein Jahrtausend alte Haltung der Abendstall. Für den wir weiter kämpfen, damit auch die nächste Generation darauf kann bauen. Präsident oder abtretender Präsident Konrad, werter neuer Präsident, Nationalrat Thomas Klotti, werte Gemeinspräsidentin von Hückisberg und werter Gemeinspräsident von Hückisberg, geschätzte Andrück, ist schon dahinter, ja, Nationalrat, sorry. Es war so viel schön, hier oben zu fahren. Habe ich gerade anders im Kopf gehabt. Nee, Hans-Jörg Rücksäcker, auch herzlich willkommen. Und was mich, und ich will mich hier offen, die mich kennen, wissen, mein Bruder ist daheim, hat einen Laufstall. Einfach, dass, ich mich da, dass das auch bekannt ist. Aber was mich eben ging, hat beeindruckt, wie sie gemacht wurde vom IGA-Binderstall. Wer nie sieht, das andere System ist schlecht, macht das nicht. Sondern man sieht, wie das Grab in den Stall, der noch so viel verbreitet ist, nicht bestraft wird. Und insbesondere bei den Strukturverbesserungsbeiträgen nicht bestraft wird. Und da muss man schon sagen, gratulieren, voraus und voran vom abtretenden Präsidenten und seinen Leuten, dass das gelungen ist. Und das verdient einen grossen Applaus, den jetzt vielleicht schon nicht mehr gemacht, dass heute Strukturverbesserungsbeiträge nicht mehr unterschieden werden zwischen einem Anbindestall und zwischen einem anderen Stall. Dass man das hat hergebracht, das ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich gewesen. Geschätzter Bundesrat Rösti, Albert Rösti, geschätzte IG Anbindestall, geschätzte Besucherinnen, Besucher, Frau und Mann, es freut mich natürlich sehr, es ist wahnsinnig, was da heute abgeht auf unserem Betrieb. Ich bin doch schon längst fest hier, aber gerade so viele Leute haben wir auch noch nie hier drin gehabt. Ich wollte mich kurz sagen, weil ja, nach dem Bundesrat gibt es sicher nicht mehr viel zu sagen, habe ich das Gefühl. Aber ich würde natürlich gerne heute unseren Betrieb vorstellen. Wir sind ein Familienbetrieb, ich sage bewusst Familienbetrieb, weil Frau, Kind, Schwiegereltern, die Eltern, das ist alles zusammen, lebt davon, lebt damit, und das tut uns sehr schön. Wir bewirtschaften 34 Hektare, das ist von hier Voralpin bis Voralpine Zone, bis in die Bergzone, so.